Ja, hallo liebe Leute, nochmal ein kleines Video zum Stand, wie es mit dem Robbe Geier aussieht und was ich mir hier jetzt gemacht habe, damit ich eben hier ein Modell erstelle, was dass ich nichts vergesse etc. Ich habe mir hier eine Tabelle gemacht im Kalk von LibreOffice, also im Excel von Linux. Und da habe ich, das ist eine To-Do-Liste, da habe ich hier reingeschrieben, was ich alles noch vorhabe. Und hier sind jetzt schon die Sachen, die ich schon gemacht habe. Und wie ihr seht, das ist alles relativ zeitnah passiert. Am 5. Oktober habe ich die hier erstellt. Und am 5. Oktober habe ich an die Tragflächen hier diesen Wurzelspand erstellt. Und dann war das hier, das hatten wir schon. Das ist ja mit dem hier, wenn ich das richtig sehe, verbunden. Und dann gehen wir nochmal in die Excel-Tabelle 5. Oktober. Was haben wir noch vom 5. Oktober? Da weiter war das nichts. Da habe ich den Wurzelspand erstellt. Dann habe ich am 6., das heißt gestern, das meiste davon gemacht. Da habe ich einmal hier Löcher hier durch die Tragflächen geschossen, in Anführungszeichen. Und da so Rohraufnahmen reingemacht, in die man dann halt Kohlestäbe oder Kohlerohre stecken kann, um eben die Tragflächen zu verbinden. So, das war das hier. Dann habe ich an die Tragflächen, das habe ich heute zu Ende gemacht, gestern angefangen. Aber guck mal nochmal. Dann eine wichtige Sache, ich habe die Kabine hier vorne, die habe ich geglättet, damit dass der Rumpf hier wirklich aufhört an diesem Spand, dann man hier eine Kabine auch so aufschieben kann. Das habe ich einfach gemacht, indem ich einen Quader hier konstruiert habe, den abgezogen habe von dem Rumpf, dass er eben abschneidet. Hier seht ihr schon die Arbeiten der Kabinenhaube. Da sind die Zeichnungen angelegt, aber noch keine weiteren, wie heißen sie, Splines. Es kann auch sein, dass es nicht funktioniert, dass ich das nochmal neu machen muss. Das habe ich heute in der, ja, Mittagspause, nur die war lang, die Mittagspause. Die war 3 Stunden lang. Ich habe heute Spätschicht dann später gemacht, deswegen hatte ich da die Zeit. Aber das kann sein, dass es umsonst war, aber umsonst war es nie. Ich weiß halt, wo ich bin. So, dann geht es hier weiter in der Tabelle. Was haben wir noch? Die Kabinenhaubenbefestigung vorbereiten. Das ist das hier, dass ich hier halt so ein, das hier ein bisschen geändert habe, so ein Loch rein. Da geht dann von der Kabinenhaube so ein Splint rein und hält die da. Und hier vorne kommt, wenn ich das richtig sehe, beim Geier war das so, dass da so eine Schraube reinkam, wo man dann das so aufschieben konnte. Das werde ich hier dann auch noch machen. So, das war das. Dann haben wir von vorne abschließen. Das ist das hier. Dieses Teil hier, das habe ich da vorne hingesetzt. Ist nicht das Schönste, aber funktionabel. Das kann man so, denke ich mal, nutzen. Und den habe ich auch dann entsprechend mit, wie die Kabinenhaube, so abgeschrägt. So, das war der Rumpf. Dann die Kabinenhaube erzeugen. Damit habe ich heute angefangen. Das sind diese Sketche hier. So, das Glätten hatten wir. So, dann haben wir hier die Aufnahme für Rundstäbe. Das habe ich euch auch schon gezeigt. Und die Tragflächenbefestigung auf Rumpf, Dorn vorne und hinten. Doppelfix habe ich das genannt. Also, ich habe in die Tragfläche hier so einen Dorn reingemacht und hier in diese Kabinenhaubenbefestigung 2 so Löcher, und da werden dann die linke und die rechte Tragfläche so eingesteckt. Dann ist auch die Tragfläche hier abgeschnitten worden und auch geschlossen dort. Das heißt, dass die da wirklich so anliegt, wie sie jetzt hier anliegt. Und dann habe ich hier hinten hier so eine Befestigung reingemacht, so ein Loch, und habe das hier aber auch mit einem massiven Teil versehen, dass das stabil wird. Das wird auch dann zusammen gedruckt. Und dieses Teil hier, das packt jetzt die Tragflächen zusammen da rein, dann steckt man dieses Teil rein und verbindet dann mit einer Schraube das hier mit hier unten, so dass das hier nicht sichtbar ist. Das liegt daran, dass ich hier einen Rumpf habe, den ich einfach nicht gelöscht bekomme.
Also das ist wirklich ein Loch. So, und damit werden dann die Tragflächenbefestigungen auch fertig. Und dann, wie gesagt, heute die Arbeiten an der Kabinenhaube. Da habe ich hier ein I stehen für ist in Arbeit. Und da werde ich mich vielleicht noch gleich dran begeben. Mal gucken, dass ich da noch eine Kabinenhaube drauf bekomme. So, was hier noch wichtig ist bei dem Modell, ich habe mich dazu entschieden, diese Tragfläche nicht mit einer geschlossenen Oberfläche zu drucken, sondern mit solchen Pfeilen. Und das heißt, die muss bespannt werden, die Tragfläche. Da habe ich vor, das in so Zweierreihen zu machen. Also hier eine Farbe, dann hier die beiden eine andere Farbe, möglichst transparent. Und das hier genauso und so und so. Und unten möchte ich das dann genauso machen. Und das soll dann bespannt werden mit Bügelfolie. Und theoretisch könnte man da noch LEDs reinsetzen. Das werde ich jetzt für den Anfang aber erstmal weglassen. So, das ist auch hier eine parametrische Sache. Beziehungsweise, das kann man abändern. Ich kann jetzt einfach ins Modell gehen, kann sagen, ich möchte hier nicht diese Größe haben, sondern die sollen kleiner werden. Dann werden diese Löcher kleiner. Gewicht wird größer vom Druck. Also muss man schauen, was man macht. Das sollte auch hier nicht zu schmal werden, weil die Bügelfolie ja zum Teil da auch noch gut haften soll. Okay, das war es auch schon zu diesem Video. Wo bin ich mit dem Geier in der Konstruktion? Und jetzt das hier, die Kabinenhaube, das ist jetzt das nächste, was ich bearbeiten werde. Und dann haben wir noch Nasenleiste und Endleiste, dass hier vorne was reinkommt, da hinten noch was reinkommt, massiv. Weiß ich gar nicht, ob ich das unbedingt mache. Vielleicht lasse ich es auch so. Dann haben wir die Flaps, die Querruder, die müssen generiert werden. Und auch die Ansteuerung der Flaps und die Servoanbringung. Wie mache ich die Servos hier an die Tragfläche? Die kommen ja nicht in den Rumpf, die werden ja unten an die Tragfläche gehängt. Wie mache ich die da rein? Und ob ich hier dann noch ein Loch da rein mache? Ich glaube nicht. Ich denke, dass ich die Servos hier unten richtig draufsetze. Mittlerweile sind ja Servos nicht mehr so groß, wie sie damals beim Geier waren. So, dann, was haben wir hier? Rumpfauflage für Tragflächen verstärken, das ist eine wichtige Sache. Und zwar, dass hier dann so, dass so ein bisschen breiter gemacht wird, dass die Tragflächen gut aufliegen. Das ist wichtig, das werde ich auch noch machen. Und dann haben wir, die Stabilisierungsflächen sollen generiert werden und die sollen auch hier angebracht werden. Dafür muss hier diese, da ist das schon hier drin, da wird was reingeschnitten. Auch nach unten dann entsprechend verstärkt und dann sollen die reingeschoben werden, verklebt werden und das muss auch noch gemacht werden. So, dann, wenn das soweit ist, bin ich eigentlich so gut wie fertig mit dem Geier. Dieses Jahr wird er garantiert nicht mehr fliegen. Wir haben schon Oktober, nächstes Jahr mal gucken, wo es einen schönen Hang gibt, wo man mit dem fliegen kann oder erstmal in der Ebene, muss ich mal schauen. Wie gesagt, mit Hochstarthaken könnte man auch einen Hochstart versuchen. Okay, wenn euch Videos wie dieses hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!